Mit Into the Spider-Verse wurde der Miles Morales-Hype aus dem Comic-Universum auch auf die Leinwände gebracht und damit hat sich die neue Spinne in der Nachbarschaft direkt in die Herzen der Filmfans geschwungen. Nun ist es kein neuer Gedanke, dass Miles in Zukunft noch ins Universum von Iron Man und Co. düsen könnte. Daher gibt es auch bereits seit einiger Zeit eine Vielzahl an Theorien, wie man den jungen Spinner in das MCU einführen könnte. Einer dieser Gedankengänge, gerade in Bezug auf Avengers Endgame, möchte ich euch heute einmal näher bringen. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, was ist mit euch? Weg hier, ich spreche da jetzt rüber. Ansonsten sage ich damit also mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge What If auf Nerd Factory. Ich bin Luke und los geht's. That's all it is, man. A leap of faith. Like, what's up, danger? Like, what's up, danger? Like, what's up, danger? Made them myself. They fit perfectly. Can't stop me now. Travel 200 miles, I'm knocking at your door. And I don't really care if you ain't got a rock. What's up, danger? Don't be a stranger. I'm right here, at your door. Tatsächlich gibt es bereits einen Miles aus der Gegend im MCU. Referenzen wurden bereits in Homecoming gestreut und am wichtigsten ist wohl der Fakt, dass wir Miles' Onkel, durch dessen Diebstahl bei Oscorp Miles überhaupt erst zu Spider-Man 2.0 werden konnte, schon im MCU kennenlernen durfte. Aaron Davis wird hier von Peter als der Prowler identifiziert und verhört. An einem Punkt bringt Aaron an, dass er einen Neffen in der Gegend hat und nicht will, dass diese krass mega spacey Waffen in dieser Gegend zu viel Schaden anrichten und deswegen hilft er Spider-Man. In einer Deleted Scene ruft er sogar noch bei diesem Neffen an und sagt deren Nachmittag zusammen ab, da er immer noch an seiner Kofferraumklappe festklebt. Dabei nennt er ihn eben auch direkt Miles. Yeah, sorry Miles, I'm not gonna make it. Yeah, I'm just stuck. Nun ist mit Avengers Endgame ja auch wirklich ein spannendes Element für Miles Morales erschaffen worden. Ein 5-Jahres-Zeitsprung, in dem 50% eines Lebens, darunter auch Peter Parker, effektiv tot waren. Wir erinnern uns, in den Comics entsteht Miles Kraft durch einen Spinnenbiss, einer Spinne, die mit dem Oz-Serum bzw. Formula, der Goblin-Formula, infiziert wurde. Durch eine leicht genetisch anders manipulierte Spinne aus dem gleichen Labor wurde auch Peter Parker in Spider-Man verwandelt. Miles passiert dies kurz nach dem Tod von Peter Parker. Er entdeckt seine Kräfte und realisiert die Verantwortung, die damit einhergeht und wird der neue Spider-Man. Nun haben wir im MCU auch genau dieses Element ja erlebt. Der freundliche Spinner aus Queens ist tot, zusammen mit Trillionen anderen Lebewesen und die Welt stürzt durch diesen Umstand in das absolute Chaos. Kriminelle werden sehr wahrscheinlich diese Schwäche der Welt ausgenutzt haben. Andere werden durch dieses Drama zur Kriminalität erst getrieben. Andere, die nur friedlich weiterleben wollten, sind dadurch aber in Gefahr. Eine Gefahr, die Miles Morales als Spider-Man innerhalb dieser 5 Jahre durchaus hätte regulieren können. Und allein hier erwarten jetzt viele schon, dass Miles hier eher früher als später auftaucht. Doch ich halte diesen Punkt für sehr unwahrscheinlich. Diesen Weg hätte man gehen können, wenn man die 5 Jahre in tatsächlich bei uns realer Zeit abgewartet hätte bis Endgame. Wenn eben Endgame nicht dieses Jahr, sondern irgendwann innerhalb der nächsten 4 Jahre erschienen wäre und man die Phase 3 durch Miles Morales und andere Helden in dieser katastrophalen Welt weitergebildet hätte und quasi die Geschichte dieser 5 Jahre erzählt hätte. Doch das ist nicht passiert und Spider-Man tritt, wie wir im Trailer ja sehen, jetzt erst langsam wirklich in seine Rolle, die er in den Comics hatte. Der Beschützer von New York City, der gemeinsam mit der Polizei arbeitet und die Bösewichte einspinnt und vermöbelt. Diese Rolle hatte er vorher, nach allem, was wir wissen, noch nicht. Denn vorher war er eher ein kleines Nebenbei-Phänomen. Jetzt ist er wirklich ein Held innerhalb der Stadt und wird auch durch die Helden der Stadt, also die Bürger, die Polizei und so weiter
anerkannt. Es wäre also absurd, ihn genau jetzt durch Miles wieder abzulösen. Peter ist selbst noch nicht voll in der Rolle des erfahrenen Helden. Seine Geschichte wird noch weitergehen, bis er ein etablierter Held innerhalb der Welt des MCU ist, so wie Iron Man und Captain America das schon länger sind. Absurd wäre auch, wenn ich so viel Zeit und Geld in diese Produktion stecken würde, wie ich das tue, und mich nur auf die YouTube-Einnahmen verlassen würde, die ja mehr schwanken als Kingpin nach Miles Venom Punch. Deshalb habe ich mir zur zusätzlichen Absicherung eine Patreon-Seite erstellt, über die mich nun schon mehr als 1,5 Jahre lang einige meiner Zuschauer supporten, damit diese Produktion so stabil und lukrativ für die reingesteckte Zeit ist, wie nur irgend möglich. Wenn ihr Bock habt, da jetzt auch dabei zu sein und euch aktiv in der Produktion und deren Kosten dieses Kanals zu beteiligen, dann könnt ihr über das kleine i hier oben ein Patron werden und bekommt ab 20 Euro sogar noch ein exklusives Nerd Factory Patron Shirt mit dazu. Wem das jetzt zu viel Commitment wäre, der kann auch hier über den Mitglied werden Knopf unter dem Video direkt via YouTube supporten oder einfach meinen Merch aus dem unten verlinkten Merch Shop kaufen. Jeder Support hilft mir hier weiter und sorgt dafür, dass wir in Zukunft noch bessere und coolere und vor allem mehr Sachen machen können. Also auch wenn ihr das Video liked, einen Kommentar da lasst oder es teilt, abonniert, hilft das dem Channel. Ich denke, Miles war im MCU wirklich jung, als er in Homecoming referenziert wird. Vielleicht 8 oder 10 Jahre. In den Comics ist Miles 13, als er von der Spinne gebissen wird und die Kräfte erhält. 3 Jahre später wird sein Universum jedoch mit dem 616-Hauptuniversum der Marvel Comics verschmolzen und Miles gesamtes Leben und Backstory wurden in das Universum 616 gezerrt. Nun rettet der 16-jährige Miles New York City im Hauptuniversum, während Spider-Man Peter Parker global aktiv wird und er in Richtung von Iron Mans Aktivitäten geht, vor seinem Tod. Seht ihr da schon die Parallelen? Die Theorie ist nun also, dass Miles nicht gesnappt wurde und gealtert ist. Er sollte nun also circa genauso alt sein, wie Peter es ist, und da dieser ja gesnappt wurde, zufällig übrigens auch alle, die was mit ihm zu tun hatten, und deswegen sind alle gleich alt auf dem Schultrip. Gehen wir jetzt also davon aus, dass Miles 2016, also in Homecoming, circa 8 Jahre alt war, dann ist er nun 15 Jahre alt. Genauso alt, wie Peter Parker in Spider-Man Homecoming war. Und hier gibt es jetzt 2 Varianten, die möglich wären. Entweder A, Miles hat die Kräfte mit 13 Jahren bekommen, wie auch immer, wir kennen ja den Ursprung von Peters Kräften in diesem Universum auch noch nicht, und hat innerhalb dieser 3 Jahre hier und da etwas gespidermannt, aber niemand war sich wirklich sicher, wer dieser Spider-Man-Rip-Off sein soll. Das könnte dann in Europa zu einem Nebensatz führen, dass Peter in seinem Stealth-Suit, in dem schwarzen, aussieht wie dieser Rip-Off Spider-Man, was dann wiederum zu einer Post-Credit-Scene führt, wo eben Peter Miles konfrontiert. Oder Miles hat seine Kräfte bisher nicht erhalten und ist einfach nur geschuldet durch seinen Wohnort, ebenfalls in der gleichen Schule wie Peter und durch den Zeitsprung nun auch genauso alt. Zu Beginn des Trips bringt Aaron Davis nun seinen Neffen zum Flughafen, wo Peter ihn und den Jungen entdeckt. Der Bezug wird mental hergestellt. Ah, das ist der Neffe, von dem Mr. Criminal damals geredet hat. Cool, verstehe, nice. Nice. Und der Film nimmt dann einfach ganz normal seinen Verlauf und Miles ist einfach nur dabei. Vielleicht wird hier und da sogar eine Szene eingebaut, in der man denkt, oh, jetzt passiert's! Und dann passiert es doch nicht. Und am Ende des Trips erzählt Peter dann MJ, welche ja selbst herausfindet, wer Peter wirklich ist, als erster sein bisher größtes Geheimnis, nämlich wie er seine Kräfte überhaupt bekommen hat. Und durch diese Erzählung erfahren wir dann von Oscorp und sehen gleichzeitig, wie Aaron Davis etwas aus deren neuen Oscorp-Hauptquartier, dem alten Stark Tower, stiehlt und sich darin eine Spinne als blinder Passagier befindet. Diese Tasche mit dem Diebesgut schmeißt er dann einfach achtlos in seine Wohnung und begrüßt mit einer Umarmung Miles, während die Kamera eben auf jene Tasche schwenkt und den blinden Passagier enthüllt, der nun aus der Tasche in die Wohnung krabbelt. Schwarzbild. Vorbei. So wäre schon der Aufbau da, aber wir hätten genug Zeit, einen weiteren Spider-Man-Film aufzubauen, in dem Peter entweder stirbt und abgelöst wird, was ich für eine sehr unwahrscheinliche Methode halte, oder eben Peter deutlich verantwortungsvoller und erwachsener schon ist als jetzt und eben Miles zeigen kann, wie Miles sich als Spider-Man dann verhalten muss. Auch hier könnte man den Schritt gehen, dass Miles für New York verantwortlich ist, während Peter der Welt den metaphorischen neuen Iron Man macht. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich, dass Miles durch einen Dimensionsriss dazukommt, von dem Quentin Beck spricht. Sollte dieser real sein, wäre das eine gute Platzierung für Miles aus eben dem anderen Universum, der ins MCU schlüpft, um Peter zu helfen,
wen auch immer zu bekämpfen. Die letzte Variante ist natürlich noch, dass wir noch ein paar mehr Spider-Man-zentrische Filme bekommen, bevor dann die Ära von Peter Parker ebenfalls zu Ende geht, wie es die von Tony Stark tat und Miles dann das Ruder des neuen Spider-Man ganz klassisch übernimmt und einfach nach dessen Tod Spider-Man ist. Denn wenn dieser mitgesnappt wurde, ist er jetzt gerade mal 10 Jahre alt und hat noch 3 Jahre, bevor er ins Bild rücken muss. Und zufälligerweise sind es auch noch vermutlich so 3 Jahre bis zum nächsten großen Team-Up, ich sag mal Avengers-Film. Was meint ihr denn? Kommt Miles Morales ins MCU und wenn ja, wie? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Habt ihr sonst noch irgendwelche spannenden Theorien aus dem Marvel-Universum oder anderen, die ich mal behandeln soll? Schreibt mir auch diese gerne unten mit rein. Hier könnt ihr mich jetzt abonnieren. Links und rechts gibt es noch weitere Fan-Theorien. Und ansonsten sag ich mal danke fürs Zuschauen. Rinihauen.